Box, Box besetzen, Box besetzen! Ich hätte nicht gedacht, dass wir so in die Saison starten. Klar ist es jetzt enorm wichtig für uns, für Selbstvertrauen auch. Und ansonsten einfach ein geiles Spiel von der Mannschaft. War nicht mein bestes Spiel, würde ich sagen, aber war ganz in Ordnung. Hätte mir vielleicht ein Tor oder eine Vorlage gehofft, aber ansonsten war es gut. Ja, erstmal Glückwunsch an Kami und seine Mannschaft. Die haben es einfach echt gut gemacht heute. Wir sind tatsächlich eigentlich ganz gut reingekommen. Man hat die Nervosität von Nöttingen ein bisschen gespürt. Für die war es als Aufsteiger natürlich das erste Spiel, aber wir haben genauso so gut, wie wir reingekommen sind, genauso schlecht ging es dann tatsächlich weiter. Wir haben dann in einem ziemlich strukturlosen Spiel unsere eigenen Strukturen auch verloren, kriegen dann ja, ein bisschen aus dem Nichts das 1-0, durch dann einen Torwartfehler das 2-0 hinterher und dann ein sehr schönes Tor zum 3-0 und dann liegst du hier plötzlich 3-0 hinten, obwohl es eigentlich ja, so die ersten 20 Minuten recht ausgeglichen war. Und dann haben wir, wie gesagt, einfach komplett unsere Strukturen verloren, unser Spiel verloren, sind viel hinterhergelaufen, haben es nicht mal mehr geschafft, unsere einfachsten Prinzipien auf den Platz zu bekommen. Ja, und dann passiert es leider, dass man dann mit so einem Resultat nach Hause gehen muss. Ja, ist natürlich ein Start nach Maß perfekt. Ja, wenn uns das vorher jemand mitgeteilt hätte, hätten wir es blank unterschrieben, dass das so natürlich läuft. Ja, ein Traum heute. Ja, selbstverständlich. Natürlich gibt es Gründe für einen 7-0-Sieg. Gerade jetzt als Newcomer, als Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg. Wir sind da mit einem heiden Respekt natürlich
rangegangen, aber die Jungs haben ihre Trainingsleistung bestätigt und auch die sehr gute Vorbereitung. Vor allem, wir haben natürlich am Anfang sehr hoch gepresst, das ist uns zugute gekommen und Offenburg hat sich sehr, sehr schwer getan, hinten rauszuspielen. Und durch unser hohes Pressing und vor allem die Überzahl im Zentrum haben wir es dem Gegner immer wieder schwer gemacht. Und nach den ersten zwei vergebenen Chancen dann natürlich auch ja, sehr eiskalt gewesen in der Chancenverwertung. Sehr, sehr schön rausgespielt. Klar, und vielleicht ist das Tor am Ende das ein oder zwei Tore zu hoch, das Ergebnis. Aber letztendlich an so einem Tag läuft dann natürlich alles, klappt alles. Und das hat man dann auch gesehen. Aber ich denke, ja, selbst in der Höhe ein sehr verdienter Erfolg.